Hans, wir haben einen neuen Präsident, auch bei uns, oder? Die ganze Welt schaut auf den Donald Trump. Was hast du gedacht, wo da diese Woche das mitbekommen hast, dass er jetzt gewählt wird? Also bin ich mal zuerst sprachlos gewesen. Hätte ich das nicht gedacht. Wie wahrscheinlich 99% von allen anderen Leuten auch. Aber du bist ja Fan gewesen von ihm. Das ist schwierig zu sagen, ob man ein Fan ist von ihm. Ich glaube, seine Person ist auch nicht das Entscheidende, sondern nicht wer gewählt worden ist, ist entscheidend, sondern wer gewählt hat. Wer den Trump gewählt jetzt hat, auf den Thron gehoben hat, ja. Wer ist das? Hillary Clinton war ja die sichere Siegerin für alle zusammen, oder? Praktisch für alle. Und sie hat mal in einem leichten Moment, oder sie würde sagen in einem schwarzen Moment, hat sie Trump, seine Wählerschaft als Deplorables. Englisch, Deplorables, das heisst? Das wäre irgendwie die Beklagenswerten, die Benachteiligten bezeichnet. Da hat sie ganz einen leichten Moment gehabt. Weil das sind die? Das sind die. Die, die zurückgeblieben sind, die, die den Nachteil haben? Die das Gefühl haben, sie seien zurückgeblieben. Also sie sind gar nicht unbedingt, aber sie meinen es. Ich kenne Amerika nicht so gut, wahrscheinlich sind sie es. Und sie hat nicht gewusst und Amerika hat nicht realisiert, dass die Deplorables eine Mehrheit sind. Und die sind da drin und haben den Trump gewählt. Die haben den Trump gewählt. Und warum wählen die den Trump? Was ist denn da in dieser Volksseele, in dieser dumpfen vielleicht ein bisschen, nicht bis jetzt im Rampenlicht stehenden, passiert? Was ist da los? Amerika ist schon in vielen Bereichen ein Vorbild, im Wirtschaftsbereich, im Finanzbereich, freie Märkte, liberal. Und da sagt man, das ist das System, das den grössten Wohlstand bringt. Zum Beispiel im internationalen Handel. Freihandel ist ein typisches Beispiel. Und er hat sich ja gegen den Freihandel gestellt. Und das ist klar für einen Ökonom, Freihandel führt zu einem grösseren Wohlstand. Das findest du gut, oder? Du bist Ökonom. Das ist ja so. Seit 1817, David Ricardo hat das mathematisch gesagt, das ist ja so. Okay. Die zweite Frage ist, wer von dem profitiert? Und da ist irgendetwas in der amerikanischen Gesellschaft, vielleicht auch in der europäischen, ist schief gegangen, indem immer weniger von dem profitiert haben. Und die sich dargestellt haben als die Liberalen, die haben von dem auch profitiert. Also Verteilung. Verteilung. Ein französischer Autor, Ökonom, hat vor kurzem ja da abgerundet, ja. Ein Bestseller, oder? Ja. Wo er auch das Thema gross aufgebracht hat. Jetzt ist es in Amerika angekommen. Also die Verteilung, also das heisst, 50% der Amerikaner finden, wir kommen zu kurz bei dem ganzen Globalisierungszug. Ja. Ja, nicht nur Globalisierung, sondern im Ganzen, oder? Wahrscheinlich auch, das war auch eines von den Argumenten, die der Trump gebracht hat, der gesagt, die Europäer könnten jetzt 70 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs könnten sie langsam selber schauen für ihre Verteidigung und nicht mehr den Hauptteil tragen. Das ist ja so. Also America first, wir müssen schauen und wir müssen die benachteiligen und die, die das Gefühl haben, sie kommen jetzt kurz unsere, den hofft eben der weisse Mann, der leicht die untere Mittelschicht ist, der jetzt soll jetzt auch zum Zug kommen. Es ist ein bisschen erstaunlich, dass er so ein Multimilliardär vermutlich, ich weiß nicht, wie viel Schulden er noch hat, aber so ein Flamboyanter, zum dritten Mal geheiratet, ein sehr spezieller Mensch, die Schicht so anspricht, das ist ja vielleicht erstaunlich, aber er hat es geschafft. Die Schicht hat sich durchgesetzt. Ist in den letzten paar Wahlzyklen nicht an die Urnen offenbar, ist jetzt gekommen, in Strömen, in Lassen. Okay. Was kann er dann jetzt für die machen? Ich meine, offenbar drückt die in den Schuhen, findet, hey, wir haben das Land gross gemacht und jetzt sind wir verlieren, oder? Was kann man dann jetzt machen? Ja, er war sehr nicht konkret in seinen Aussagen, was er wird machen, sondern er hat nur so zwei, drei Sachen hat er gesagt. Also, er will weniger für die Verteidigung der anderen, er will eher isolationistisch, also nicht mehr Weltpolizist spielen und das zahlen und dann mit dem Blutzoll von den eigenen Bürgersoldaten. Dann hat er gesagt, er ist einer gegen den Freihandel. Er ist gegen die freie Zuwanderung aus Mexiko. Das sind nicht nur Mexikaner, sondern viele Latinos von weiter südlich. Ja, das sind so die Sachen, die man weiss. Die anderen Sachen weiss man nicht. Ich meine, Wirtschaft, Wohlstand und so weiter, das läuft ja eigentlich nach eigener Gesetzmäßigkeit. Wenn du dann einfach der Regel zutust und sagst, ja, jetzt sollen wir wieder von uns, das ist ja in der Regel einfach noch kein Rezept. Du musst ja irgendwo Arbeitsplätze schaffen. Letztendlich werde ich geschaffen in Kalifornien durch gescheite Leute, originelle Leute, die in der Technologie etwas bewegen, Google, Apple und so weiter. Also, wie soll das gehen? Ja, die Leute haben wahrscheinlich nicht für den gestimmt, aber es ist lustig, es hat also eine kleine Boutique, der Jud und Partner strukturierte Produkte. Ja, gestern am Morgen haben sie ein Basket rausgebracht. Trumponomic Basket. Der läuft, das ist ein Tracker, der läuft auch parallel zu der
Kurs von den Aktien, die sollen den jetzt hochkommen, oder? Ja. Das sind welche? Das sind Infrastruktur, die ja bisher vernachlässigt worden ist vom Staat, Verteidigung und Rüstung, dann das Gesundheitswesen. Pharma-Titel haben wir gesehen, ist, oder? Sind ja, Pharma sind Studentenkreditwesen, ja, aber auch nicht ganz. Subprime Reloaded. Und Bildung, wo in Amerika ja schiefgelaufen ist. Also es fängt der März von an, es ist ja interessant, wie der März reagiert hat. Also ich selber habe gedacht, das wird ziemlich strunk werden am Dienstag, oder? Es ist dann am Mittwoch, es ist dann nicht so gekommen. Also das ist der Trump überrascht einmal mehr. Also wirklich auch an dem März hat er überrascht, ja, oder? Ja. Was heisst das für die Schweiz, was heisst das für Europa? Oder also Amerika hat Dampf abgelassen, kann man sagen, oder? Ja. Es ist irgendwie jetzt ein Druck weg, was heisst jetzt, was kommt da von Europa zu? Ja, für die Schweiz ist es eigentlich kein grosses Thema. Ich meine jetzt nicht ökonomisch, sondern vom System her. Weil bei uns läuft wieder ein Dampf ab mit den Initiativen, mit so Entscheidungen auf Gemeindestufen und so Zeugs. Referenden. Bei uns wird das Korrektiv ist da und ist da. Das reagiert frühzeitig. Die EU wird, und ich meine das nicht ökonomisch, sondern sie wird im politischen Bereich grosse Herausforderungen haben. Ich meine, sie hat jetzt Brexit über sich haben müssen, egal. Das ist ein bisschen ähnlich. Alle haben gesagt, ja, das kommt sicher nicht. Es gibt 45%, ja, dann ist es plötzlich gekommen. Und das aber wird... es brodelt unten dran, ja, das sieht man, wenn Volksabstimmungen kommen, ja, und oben irgendwas nicht wahr, oder was ist da? Ja, man will es ja gar nicht. Man hat auch die Elite, das ist zwar ein bisschen anders, aber man hat die Elite, die sagen, Brexit haben nachher die wirklich die starken Leute in der EU gesagt, das passiert uns nicht, dass nochmal einer austritt. Das Gefängnis ist jetzt zu. Also Europa ja, und die Leader von der ja EU nehmen das nicht so wahr oder machen einfach ja weiter. Das heisst, deine Prognose, was heisst explodieren, was könnte passieren konkret? Ja, es könnte natürlich weitere Austrittsgesuche kommen. Die sagen zwar, das kommt sicher nicht, wir werden es verhindern, aber das ist eine Gefängnisdirektorenhaltung und nicht ein Paradies. Gut. Also Stürme in Europa, sagst ja du, es wird da ja jetzt ziemlich Strub zu und her gehen. In Amerika ist dann Fakt, was heisst für die Finanzplatz Schweiz, was heisst für Banken, positiv oder negativ? Ja, Banken sind eher negativ wahrscheinlich. Man hat es gestern an der Börse gesehen, die ist jetzt Pharma auch geboomt und die Finanzwerte sind eher schwach. Ich denke, das ist realistisch, aber das hat vielleicht nicht unbedingt zu tun mit dem Trump im Sieg, sondern halt einfach, weil die Bankbranche am Schrumpfen ist. Insgesamt, Trump, überraschend, Präsident ja von der größten Nation, kräftigsten, stärksten Nation der Welt. Findest du es im Herzen gut? Also, dass in Amerika der Dampf abgelassen wurde, ist es sicher gut. Aber der Trump. Findest du, jetzt ist der Präsident, aber das ist ein Showman, das ist irgendwo ein, der sagt heute das, morgen das, er hat ein bisschen seine Frauen Lockerroom Schlagzeilen geschrieben. Ich meine, das ist ein schräger Vogel irgendwo, mega reich, aber zwischendurch wieder halb und am Bankrott. Du, Hans, im Herzen, findest du cool, dass der Präsident ist? Es gibt zwei Varianten. Entweder du wird er aus. Nein, ich sag's jetzt. Es gibt den Donald, wird entweder ein Ronald Reagan oder wird ein Silvio Berlusconi. Und ich hoffe natürlich, dass ein Ronald Reagan wird. Weil da hat man genau das Gleiche gesagt, das ist einer der grossen Präsidenten der letzten 100 Jahre. Und der Silvio Berlusconi in Amerika wäre nicht gut.